Warum du Experte sein solltest in dem, was du tust. Ja Leute, heute geht es darum, weil wir letzte Woche auf einer Mastermind in Österreich waren und da haben wir ganz viele Leute aus dem Bereich Affiliate Marketing getroffen und war super interessant, aber da war so ein Typ dabei, der hat halt gemeint, so, ja, ich bin Experte in allem. Ja, ich bin Experte in PPC Marketing, ich bin Experte in Lead Generierung, ich bin Experte in Affiliate Marketing, so generell und, ja. Und das fand ich in erster Linie natürlich total interessant, ja, und habe dann so ein Gespräch mit ihm angefangen und so mitten im Gespräch habe ich halt dann angefangen, über PPC-Marketing zu sprechen und ihm so ein paar Fragen zu stellen, weil PPC-Marketing ist auf jeden Fall mein Metier und da bin ich auf jeden Fall Experte mittlerweile drin. Und ich habe halt gemerkt, wie er sehr schwammig antwortet, ja, also sehr vage antwortet und dann habe ich sofort gewusst, okay, der labert halt nur Bullshit, ja. Und, also jetzt kein Bullshit, aber... Er gibt sich als Experte aus und er ist eigentlich keiner so, ja. Und da gibt es eine super Metapher zu, die das Ganze echt gut beschreibt. Und warum man es wirklich nicht machen sollte, warum man nicht Halbwissen auf ganz vielen Themen oder über ganz viele Themen haben sollte, sondern man sich wirklich auf eine Sache spezifizieren sollte und da wirklich gut sein muss, ja. Die Metapher geht folgendermaßen. Eine Ente geht zu einem Pferd und sagt, oh, schau mal, wie toll ich doch bin. Ja? Ich kann fliegen, ich kann schwimmen und ich kann auf Land laufen. Ja? Was kannst du schon? Ja, dann sagt das Pferd, ja, das ist richtig. Du kannst fliegen, du kannst schwimmen, du kannst laufen, aber du bist nicht der Experte im Fliegen, denn der Experte im Fliegen ist der Adler. Du kannst zwar schwimmen, aber der Experte im Schwimmen bist du auch nicht, denn es ist der Fisch. Und Experte im Laufen bist du auch nicht, denn der Experte im Laufen, das bin ich, das Pferd oder ein Gepard. Ja. Also ihr seht schon, ganz simpel, vereinfacht dargestellt, es ist immer besser, in einer Sache wirklich gut zu sein. Ich meine, wenn ihr wirklich eine Krankheit habt, ja, dann geht ihr auch nicht zu einem Allgemeinarzt, Mediziner, sondern ihr geht wirklich zu einem Spezialisten. Ja. Wenn ihr eine Augenkrankheit habt, dann geht ihr zum Augenarzt und nicht zum Allgemeinmediziner. Ja. Dasselbe auch bei Schwarzenegger. Ich habe seine Biografie gelesen, übrigens unglaublich gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Da beschreibt er, wie er den Leuten oder sich da verteidigen musste, warum er denn so krass trainiert und so viel trainiert. Ja? Und ich meine, die Story, der Erfolg gibt ihm letzten Endes recht. Ja? Der sagt halt, er hat gesagt, hey, ich habe das so gemacht, ich habe Warm-up-Sätze gemacht, ja? Bis meine Muskeln gebrannt haben. Ja? Es war wirklich krass. Und dann erst hat er angefangen zu zählen bis 100. Dann hat er erst seine richtigen Sätze gemacht. Und das unterscheidet Champions von Nicht-Champions. Ja? Dasselbe Kobe Bryant. Kobe Bryant hat, bevor er ins Training gegangen ist, hat er 4-5 Stunden am Tag Dreier geübt zu Hause. Hätte er nicht machen müssen, aber wie ihr seht, der Erfolg gibt ihm recht. Der ist der krasseste Dreierschütze ever gewesen. Ja? Und dann noch eine kleine Story. JP Messer, ja. Das ist der, sagt euch bestimmt was von MIT Blackjack Team. Da gibt es auch einen Film mit Kevin Spacey drüber. Und da hat er zum Beispiel, da gab es einen Kurs, der wurde wirklich unterrichtet am MIT, der hieß How to Gamble If You Must. Okay? Und er hat sich ein Team zusammengestellt von Studenten, die wirklich Experten im Zählen oder Experten in Mathe waren. Ja? Und hat die Casinos ausgeräumt, ja. Und auf die Frage, warum er das gemacht hat, etc., dann hat er gesagt oder erwidert, weil ich ein scheiß Experte darin bin. Ja, also ihr seht schon, ich kann euch da 1000 Beispiele geben, aber du musst einfach, was heißt du musst gar nichts, aber ich empfehle euch, wirklich Experte in einem Gebiet zu sein oder zu werden. Und es geht auch nicht über Nacht, ja. Sowas, das braucht Zeit. Und ich meine, wie leicht ist es denn letzten Endes Experte in etwas zu werden oder auf einem Gebiet zu werden, das euch Spaß macht? Ja, ich meine, das ist doch, wenn ihr Spaß an einer Sache habt, dann ist es ja total nebensächlich, da irgendwie Experte zu werden. Und das ist ein netter Side-Effekt, ja. Also merkt euch das auf jeden Fall, werdet Experte, in egal in welchem Gebiet oder auf welchem Gebiet ihr seid, ob es Brötchen backen ist oder Cocktails machen oder Schuhe oder Hutmacher, keine Ahnung, was ihr macht. Aber werdet auf jeden Fall Experte darin oder versucht zumindest so gut wie möglich zu werden oder besser als andere, damit die Leute, die einen Rat brauchen, also wenn ich einen Rat brauche, gehe ich zu einem Experten, das ist einfach so. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es war ein kurzes Video heute wieder.
Gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, beziehungsweise liked das Video, kommentiert reichlich unter diesem Video, sagt mir, in was ihr zum Beispiel Experte seid oder Experte werden wollt. Und vielleicht kann ich da ja ein paar Tipps geben, wenn es im Bereich PPC-Marketing ist oder Lead-Generierung. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao!